Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Plants vs. Zombies. Heute sind wir mal auf der Pflanzenseite und ich hatte mal wieder Bock auf den Erbsenagent. Schon sehr lange her, dass ich ihn das letzte Mal gezockt habe. Aber den kann man immer wieder spielen. Und eine Heilstation. Und keinen einzigen Gegner kriege ich down. Meine Fresse, meine Fresse. Leute, Leute, Leute. Ich muss echt mal wieder öfter spielen. Ich mache zu lang Pausen dazwischen. Dass ich einfach nicht mehr fit in dem Game bin. Und ich habe wieder mal Glück mit dem Team. Dass ich das absolute Kartoffelteam habe. So. Aber macht ja nichts, wir versuchen das Beste rauszuholen. Daher cruisen wir mal ganz kurz dahin. So, da holen wir einen weg. So. Und ist er noch da? Ja, ist er. Wow, was war das denn, Leute? Da wurde ich von der Seite ganz schön mit einer Rakete angewichst. Aber wir haben da hinten auf jeden Fall aufgeräumt. Und darum ging es schlussendlich, oder? Wow, 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 wow. Danke. Oh, block mich nicht. Ja, das war's jetzt. Das war so klar. Wo ich hingelaufen bin, läuft mir die Sonnenblume hinterher. Leider nicht hinterher, sondern direkt vor meinen Haxen und blockt mich. Mann, 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 Mann. Macht das Spaß, fähige Teammitglieder zu haben. Der Paläontologe da oben geht mir tierisch auf den Keks, muss ich sagen. Okay, schauen wir mal, ob der Teleport widersteht. Aber mit Sicherheit. Naja, wenigstens ein Zombie erledigt. Aber wie gesagt, ich muss wieder häufiger spielen. Ich glaube, den Erbsenagent, ich weiß gar nicht, wie lange ich den schon nicht mehr gespielt habe. Aber zu unserem Glück ist das gegnerische Team gerade auch total schwach. Da ist doch einer, oder nicht? Ui, 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 ui. Ich sehe dich. Viel kann er nicht mehr gehabt haben. Er hat halt seine Heilstation da oben. Hatte halt seine Heilstation da oben. Nehmen wir es an. Ja, nehmen wir es halt an, was soll's. So. Bleibst du stehen? Kriege ich nur eine Vorlage. Aber mein Aim ist momentan auch so miserabel. So, wenigstens eine Vorlage, danke. Und wieder einen Spieler erledigt. So. Okay, gegen die Rakete hatte ich keine Chance mehr, denn ich war schon ziemlich angeschlagen. Okay, sie sind im Garten. Wir müssen jetzt schnell in den Garten kommen, damit wir da clearen können. Aber meine Pflanzenkollegen sind schon drin. So. Kaum im Garten, schon halb tot. Denn diese ganzen Sniper da oben
Die machen uns das Leben nicht leicht. Oi. Aber so richtig Druck können sie bisher nicht aufbauen. Ich glaube zwar nicht, dass wir den ersten Garten halten werden. Das wäre ein Wunder. Aber schaut gar nicht so schlecht aus. Da ist schon wieder dieser abgefuckte Paläontologe da oben. Die Bohne ist noch raus. Und jetzt würde ich sehr gern diesen Kack-Paläontologen da oben zerlegen. Leider war meine Munition mal wieder alle. Aber ich hatte auch keine Zeit nach dem Respawn nachzuladen. Hauen wir mal eine Bohne noch rein. So. Und jetzt würde ich sehr gerne Okay. Einer weniger. Und mein Erzfeind. Diese scheiß Munition, ich sage euch, die macht mich fertig. Aber 10 Kills ist okay für den ersten Garten, würde ich sagen. Dann pflanzen wir ein paar Töpfe. Ah, okay, ist schon erledigt. Hier haben wir uns einen Pak Choi rein. Pak Choi, da. Und hier ein bisschen Eis. Und so. Weg mit dem Teleport. Komm schon. Perfekt. Teleport weg ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Allerdings nehmen sie ein. Leute, ihr müsst in den Garten. Mann. Leute, in den Garten, da ist nur einer drin. Oh, so gut wie wir den ersten Garten verteidigt haben, so schlecht haben wir es in dem Garten gemacht. Da ist nochmal ganz kurz nicht da. Passt ganz kurz nicht auf. Und dann sowas. Ich habe die Bohne noch rausgepfeffert. Bin mir aber nicht sicher, ob ich noch jemand mitnehmen konnte. Ich befürchte ja fast nicht. Okay, das war's. Das war's leider. Bombe. Aber niemand mitgenommen. Den konnte ich aber noch mitnehmen. Und da müsste ich zumindest eine Vorlage kriegen. Diese Leute, die sich immer freuen, wenn sie einen getötet haben. Die kleinen Freuden im Leben. Okay, Teleport ist definitiv nicht hier. Sondern wo sind die Sniper? Okay. Und sie sind schon wieder im Garten. Ich brech ab, Leute. Ich brech ab. Macht sie doch weg. Wo ist der andere? Wahnsinn. Muss ich von ganz da hinten kommen, um hier aufzuräumen? Okay. Etwas Bambus. Da habt ihr einen Pak Choi rein. Sehr schön.
Okay. So. Und weg. Huiuiuiui. Leute, Leute, Leute. Das Match ist schwieriger als gedacht. Okay, einer ist im Garten. Na, das hat jetzt leider nicht geklappt. Okay. Wow, wow, wow. Was war das denn? Strahlenkanone. Okay. Okay, okay, okay. Keiner im Garten. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Naja, wenigstens eine Vorlage. Und wenigstens wurde ich vom Sarg gemammt. Nicht von irgendjemand anderem. Okay, wird auf jeden Fall wieder ein längeres Match. Ich bin gespannt, ob sie die Burg schaffen, weil aus meiner Sicht ist die Burg so das Schwierigste. Wenn sie die Burg schaffen, schaffen sie alles andere auch. Okay, Teleport ist schon mal nicht hier. Die ist doch glatt an mir vorbeigegangen. Oh, sowas nervt. Sowas nervt tierisch. Aber okay, dann wissen wir zumindest mal, dass der Teleport da hinten ist. Bei der Burg finde ich persönlich, ist der Teleport extrem wichtig, weil der Weg sonst verdammt lang ist. Und ich habe einen Zombie erledigt. Also das gegnerische Team geht mir heute kräftig auf den Sack. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich kräftig auf den Sack. Stirb! Wahnsinn, Wahnsinn. Ich treffe in 100 Millionen mal 14%. Unglaublich, Leute. Unglaublich, unglaublich. Und ein bisschen haben sie auch schon eingenommen. Okay, hier kommt man irgendwie nicht hoch. Hier auch nicht. So kann man natürlich seine Raketen auch verheizen. Machen wir mal einfach eine rein. Und zerlegen ein. Als hätte ich's geahnt. Sehr schön. So. Da ist ein Inji. Und ich krieg nur eine Vorlage. Und wieder einer weniger. Irgendwo ist einer drin. Aber wo? Genau vor meiner Nase. Und ich kriege ihn nicht down. Leute, ab in den Garten. Bisher schaut's aus, als könnten wir es schaffen. Aber ich will nichts verschreien. So, ein Sniper weniger. Der hat Selbstmord gemacht, glaube ich.
Wieso gab das keine Vorlage? Und was war das? Fragen über Fragen, Leute. So. Aber das gab wenigstens eine Vorlage. Und zwei im Garten. Was zum Teufel, Leute? Also heute passieren hier echt eigenartige Sachen. Ernsthaft. Kommt schon, Leute, ab in den Garten. Das ist nicht... Das ist machbar. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Nur noch ein Leben. Ich brauche Heilung. Gekämpft wie ein Löwe mit einem Herz und wir haben es geschafft, Leute. Ich war jetzt kurzzeitig wirklich am Zweifeln, aber geschafft ist geschafft. Wie viele Kills haben wir zum Schluss noch gekriegt? 26, gar nicht mal so schlecht, nein, auch gar nicht mal so gut, aber ist okay. Kann so bleiben. Dafür, dass ich den Agenten schon ewig nicht mehr gespielt habe. Naja, Leute, das reicht auch wieder für heute. Schreibt mir mal in die Kommentare, welchen Charakter ich als nächster spielen soll, weil ihr gerne sehen würdet. Und bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare ansonsten. Und wie immer, abonniert den Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.